Das Thema Pflege hat in den letzten Jahren einen neuen Stellenwert bekommen. Überfällige Verbesserungen in den Arbeitsbereichen der Pflege wurden angeschoben. Durch die demografische und gesellschaftliche Entwicklung ist vor allem die stetig wachsende Zahl an fehlenden Fachkräften ein Thema, das dringend weitere Nachbesserungen benötigt. Laut Psyma-Studie sind deutschlandweit rund 38.000 Stellen in der Alten- und Krankenpflege unbesetzt. Jeder muss daran arbeiten, entsprechend auf der einen Seite natürlich die Pflegekräfte im Job zu halten, auf der anderen Seite natürlich auch dafür zu sorgen, dass neue in die Pflege kommen. Aber ein anderes Mittel könnte natürlich auch sein, für den Wiedereinstieg zu kämpfen von ehemaligen Pflegekräften, was gleichermaßen getan werden könnte. Die Motivation, in der Pflege zu arbeiten, ist vorhanden. Für viele Menschen ist es eine Berufung. Die Pflege-Comeback-Studie der Hartmann AG zeigt, 48% können sich eine Rückkehr in ihren alten Beruf vorstellen. Das ist fast jeder Zweite, der bereit wäre, bei verbesserten Arbeitsbedingungen wieder in den ehemaligen Beruf einzusteigen. Als Voraussetzung dafür werden andere Strukturen und Arbeitsbedingungen, mehr Personal und eine bessere Bezahlung genannt. Bei jungen Menschen ist vor allem die Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können, wichtig. Ich finde, das dreht sich eigentlich im Moment gerade. Also ich habe eben nicht das Gefühl, dass Pflege nur Pflegen ist. Es ist ein guter Schritt, den wir gerade gehen, dass wir die Akademisierung haben, dass wir verschiedene Formen der Ausbildung haben. Schön, dass es die Möglichkeit gibt, viele neue Leute einzustellen, aber die müssen erst mal kommen. Zum Deutschen Pflegetag kamen 10.000 Besucher und immerhin auch zwei Minister. Trotz klarer Forderungen, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern, bewegt sich die Politik oft nur sehr langsam in die richtige Richtung. Gesundheitsminister Spahn begründet das folgendermaßen. Ich kenne das ja. Dann machen wir einen Vorschlag. Wir finanzieren zusätzliche Stellen in den Krankenhäusern, jede zusätzliche, 13.000 in der Altenpflege im ersten Schritt. Und das Erste, was mir immer entgegenschallt, ist, reicht nicht. Ja, weiß ich auch. Aber wenn wir nicht mal irgendwo anfangen, passiert ja nichts. Kleine Schritte sind wichtig, aber die Arbeitskräfte in der Pflege brauchen auch die nötige Wertschätzung. Und da setzt die Hartmann AG ein klares Zeichen. Wir engagieren uns seit Jahren und Jahrzehnten schon für die Pflege. Mit der über 200-jährigen Tradition beschäftigen wir uns eben im Gesundheitswesen mit Produkten, die zu über 90% von Pflegekräften verwendet werden. Und Pflegekräfte sind eben die Menschen, die mit unseren Produkten anderen Menschen helfen können. Und deshalb ist die Sache der Pflege für uns eine sehr wichtige Sache. Erst wenn alle gemeinsam die Vision einer guten Pflege verfolgen, wenn sich Politik, Öffentlichkeit, Pflegeverbände und die Unternehmen über den Wert der Pflege einig sind, kann sich die Situation entscheidend verbessern. Daran arbeiten viele Experten, die das Thema Zukunft der Pflege dieses Jahr wieder ein bisschen weitergebracht haben.